Start. Erst über der Linie ein Wurf. Ja, die Rena da mit der Nummer 17, sehen Sie ihn, soll also an der Spitze für den nötigen Druck sorgen. Und das ist Alexejew, der kein Fall gewesen. Er hat für mich auch nicht danach ausgesehen. Zwei Treffer. Nochmal Strobel. Also spielerisch sehe ich da klare Vorteile im Moment auch für Grödig, so wie es viele Spieler nach dem Hinspiel gemeint haben und auch Michael Bauer eingeschätzt hat. Flanke vielleicht gar keine schlechte Idee. Und nochmal Simon Handler. Wieder Eckball für die Salzburger. Eine Viertelstunde ist gespielt, die Salzburger. So, jetzt nochmal flach diesmal die Variante, aber auch keine große Gefahr. Hier als Michael Bauer erkannt hat, dass der Gegner eher mit den Kräften zu kämpfen hatte. Mal sehen, wie das heute hier abläuft. Grödig darf auch nicht ungeduldig sein. Auch wenn es zwei Tore braucht. Renner. Und den Ball vor Tumor nicht gefährlich gestalten. Amani gegen Mark. Und den Eckball holt er raus. Eine halbe Stunde ist gespielt, noch kein Treffer im Rückspiel zur dritten Runde der Europa League Qualifikation zwischen Simbro Chișinău und Scholz Grödig. Sehr, sehr in jedem Fall lästig, der Franzose in den Reihen von Simbro.
Francis Zelter ist dabei. Amani. Jean-Marie Amani. Erstmals richtig gefährlich hier in der 33. Minute. Nochmal ein bisschen hektischer jetzt hier, kurz vor der Pause. Nochmal ein sehr schnell, sehr intensiv geführtes Spiel mit vielen Zweikfaber. Die großen Chancen haben noch gefehlt. Auch hier wird es nichts mit dem Vordringer bis in den Strafraum und im Konter. Kann es dann eng werden für die Salzburger. So, hier gibt es nochmal den Freistoß für Grödi. Vernutz. Strobel. Immer wieder ist es dieser Jean-Marie Amani. Kein Anspiel, sagt der Schiedsrichter. Platz. Alle hinten bis auf Amani und Alexeev. Dazwischen klafft ein großes Loch zwischen dem eigenen Strafraum und den beiden Stürmern. Und so wird dann letztendlich auch der Konter nicht gefährlich. Da hat es für eine zweite Seite nicht gereicht. Hier meist zwei, drei Gegenspieler, die den Ballführenden attackieren. Und jetzt aufpassen hier in dieser Situation. Matthias Mark, Kana, Jordi Reyna. Amani. Dieser letzte, auch vorletzte Pass einfach zu ungenau und das eröffnet dann wieder Konterchancen. Ball gegen Amani. Kein Foul, ein Mut, sagt der Schiedsrichter aus Finnland. Jetzt allerdings eins an Matthias Mark. Also wieder der Franzose. Einwurf für Zimbro. Nutz. Vielleicht jetzt. Wieder Husbeck. Das ist nicht mehr wirklich Konterspiel, das sind Befreiungsschläge. Tommy. Oh, den eigenen Mann angeschossen. Roman Wallner hat er erwischt bei diesem Schuss. Daniel Schütz. Amani. Und längst wieder abgefangen. Von